Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 mit den Volvo F16. Und wir werden natürlich wieder ein bisschen durch Schweden fahren. Und wir setzen uns rein und ihr seht schon, die Scheibe ist ein bisschen diesig, ne? Egal, aber es ist Frühling. Wir machen den Motor an und werden jetzt einfach mal eine kleine Tour hier absolvieren. Ist aber wirklich ganz schön diesig. Kann das vielleicht an irgendeinem Grafikmod, der hier drin ist, liegen? Ich weiß es nicht. Pass mal auf, wir werden da hinten den Streckenabschnitt da abfahren. Den haben wir noch nicht. Und zwar sind natürlich wieder neue Mods von Chelsea Cat hier am Start. Und das ist hier, ich habe gar nicht nach links geguckt, egal. So, den Part werden wir mal abfahren. Eieieiei. Gucken wir uns den LKW mal an. Das ist hier die MHA Pro Mod in der Version 1.27. Ja, für diejenigen, die das interessiert. Heute mal nicht auf der Pro-Mods, aber die Pro-Mods wird es auf jeden Fall bald wieder geben. Oh, wir sollten mal einen Gang reinmachen. Und deswegen werden wir heute mal eine kleine Pro-Mods-Tour machen. MHA-Mod-Tour. So ist es. Das habe ich ja auch schon beim Livestream gezeigt und dieses Video nehme ich jetzt kurz bevor der Livestream losgeht auf, um einfach mal zu sehen, wie die Map so funktioniert, welche Fehler eventuell sind. Ihr habt es ja mitgekriegt bei der Pro-Mods. Kann es durchaus, wenn man zu viele Mods benutzt, zu irgendwelchen Abstürzen führen. Und diese Map hier tut ja nicht so großartig neue Streckenabschnitte hier hinzufügen. Deswegen ist die für diejenigen, die schon bei der Pro-Mods Probleme haben, vielleicht eine gute Alternative. Man kann sich, glaube ich, die auch kostenlos runterladen. Ich habe hier 3 Euro gegeben. Ich dachte mir, naja, warum nicht? Für diejenigen, die sowieso mal ein bisschen spenden, kann man da auch mal eine Alternative hier was geben. Hier bei mir auf dem Kanal. Man kann ja nicht immer nur das Gleiche zeigen, ne? Wir werden aber die Pro-Mods, ja, ich weiß, es ist die beste Map. Die werden wir wieder zeigen. So, jetzt fahren wir mal schön gemütlich. Hier lang und der braucht auf jeden Fall ordentlich. Wir haben über 300 Kilometer. Yeah. Wird heute ein richtig langes Video. Und ein großes. Da kann ich wieder ordentlich runterladen. Hochladen. Dateien werden nämlich ziemlich groß, also ich denke mal, das könnte nur 3,5 bis 4 GB groß sein. Aber ich hoffe, dass die Qualität dadurch ein bisschen besser geworden ist als die Qualität der letzten Monate. Ihr könnt ja mal gerne das in die Kommentare reinschreiben, ob das da irgendwie, naja gut, das Ziffernblatt ist jetzt auch nicht so hundertprozentig, ja. Machen mal Tempomat rein. Oh Mann, der kommt ja überhaupt nicht aus dem Tee. Uiuiuiui. So, hier sehen wir wieder ein bisschen was hier. Aha. Hier sind halt so eine kleinen Besonderheiten drin, ne? So, schön. Und jetzt geht's weiter. Ja, bis jetzt läuft's. 90 dürfen wir hier fahren. Das schaffe ich mit dem LKW ja nie. Mir kommt das jetzt vor, als wenn ich schon so schnell fahre. Aber er sagt mir 81. Gut. Wir machen mal 85 Tempomat rein. Irgendwie haut das ja nicht so hin, ne? Von der Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich Meilen da unten. Ja, das wird Meilen sein.
Okay. Da bin ich. Dann müssen wir jetzt erstmal mit unseren alten LKW hier hinterher tuckeln, wa? Mann, wieder viel Verkehr hier auf der Straße hier in Schweden, ey. Da können wir gerne mal nach außen schalten. Ja, sieht doch cool aus. Und schön abpfeifen, ne? Oh, komm, 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 komm. Schauen wir mal, was hier drüben los ist. Das ist wahrscheinlich alles nur Landstraße hier, wa? So. Und jetzt nach Göteborg müssen wir nämlich fahren. Da werden wir die Fracht dann abgeben. Jetzt müssen wir auch wirklich mal ein bisschen Schubpakete geben hier. Ah, schön hier im Frühlingssetting, oder? Das sieht doch richtig cool aus. Und der Verkehr hier ist ja richtig. Viele Autos. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Zum Anfang, bevor man loslegt hier, da merkt man so eine kleine Mikroruckler, aber das ist verträglich, ja, also für diejenigen, die sowas total nervt, die sollten wahrscheinlich dann ohne Mods spielen und dann geht das sonst alles. Gucken wir mal. Und es geht weiter, weiter, weiter. So. Wie viele Kilometer haben wir denn überhaupt noch? 240. Ach, Herr Jemini. Das ist ja richtig viel. Und wir dürfen auch nur 80 fahren hier auf der Autobahn. Okay, ich fahre 85. Also sagt er uns fast 55 Meilen. Mann, Mann, Mann. Allerdings ist der LKW wieder weg. Ich könnte jetzt eventuell noch ein bisschen schneller fahren, aber ich traue mich nicht. Nicht, dass ich geblitzt werde hier. Sollte ich nicht eigentlich nach Göteborg fahren? Wo will denn der mich jetzt hinführen? Ist das Navi kaputt? 90 darf ich fahren. Nee, darf ich nicht. Steht zwar 90 da, aber mit dem LKW darf ich keine 90 fahren. Okay. Komm mal rüber. Warum kann ich jetzt wieder ordentlich durch die Scheibe gucken? Da war wahrscheinlich so ein bisschen diesig, ne? Guck mal, jetzt ist wieder alles in Ordnung mit der Scheibe. Schön. Hm. Wahrscheinlich hat jetzt einer die Scheibe von innen geputzt. Das wird wahrscheinlich sein. So, was haben wir da für Werbung hier vorne? Aha. Red Bull. Aha. Da gibt es so eine Flugeinlage. Was ist hier los? Nee, jetzt muss noch so ein dämlicher Bus vor uns fahren hier. Oh, das fehlt mir noch in der Raupensammlung hier. Mann, Mann. Schön auf Geschwindigkeit gewesen. Über 80. Der braucht doch natürlich ein bisschen, mir aus dem Tee zu kommen. Den Trailer habe ich jetzt extra runtergeladen, also falls der ein oder andere. Ihr seht das. Guckt mal da, was da drauf steht. Das müsst ihr einfach eingeben. Die Firma. Und dann findet ihr das. Also auf der Seite, wo ich immer meine Mods runterlade. Das werdet ihr, denke ich mal, hinkriegen. Stellt euch nicht so an. Ich habe es ja auch hingekriegt. Und jetzt geht's weiter. Oh, jetzt wird es ja so ein bisschen diesiger in der Scheibe. Das kommt bestimmt wegen der Lichtstimmung, ja? Denn wahrscheinlich, weil ich hier diesen Real Graphic Mod wahrscheinlich drin habe und jetzt diesen Frühlingsmod, dass der dann halt bei diesem LKW so einen leichten Schimmer hier auf der Scheibe macht, so. Wenn die nicht richtig geputzt ist, ne? Hm.
Oder es kommt mir einfach nur so vor, weil draußen die Sonne so doof scheint. Kann natürlich auch sein. Ja, sowieso, die Sonne scheint mal, dann ist sie wieder weg, dann scheint sie mal wieder, dann regnet es wie Sau. Augen zu, Augen zu, Augen zu, Augen zu. Heieiei. Ich hatte jetzt keinen Bock zum Bremsen. Ich hoffe, dass, wenn ihr das Video seht, ja, dass mein neuer Stuhl denn schon da ist. Ob die das denn hinkriegen, dass ich jetzt woanders wohne. Na, warten wir mal ab. Oh, die schwedische Polizei. Oh, nicht, dass es da Ärger gibt. Wie viele Kilometer noch? 160, ui. 160 Kilometer, jetzt gab es einen kleinen Ruckler. Ah, muss man ein bisschen aufpassen. Ah, die fährt weg, die fährt weg, die fährt weg. Schön, 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 schön. Jetzt halt wieder freie Fahrt für freie Bürger. Sieht doch ganz cool aus, der LKW. Kann man mal bringen, ne? So einen alten. So eine gewisse Oldtimer-Tour hier, ne? Mit den Oldtimern durch Schweden. Und jetzt fahren wir wieder weiter. Da vorne geht's auf die Autobahn, okay. Dann können wir wieder richtig Schubpakete geben. Mal sehen. Wir fahren. Ach je. Shit. Das war wohl ein bisschen zu schnell. So, so. Baby. Und nächste Woche, ach, ich sag schon nächste Woche, also es kann durchaus sein, dass wir diese Woche dann mal wieder im Multiplayer vorbeischauen. Aber da will ich nicht hundertprozentig, oder da will ich jetzt nicht zu sehr oder zu viel versprechen. Muss erstmal gucken mit dem Zeitmanagement, wie das alles so hinhaut. Vielleicht am Freitag, vielleicht am Samstag. Oh, mich hat jemand abonniert. Ich weiß nicht, wie ich das ausstelle, wenn ich hier mit OBS aufnehme. Na, muss ich mal gucken. Aber so seid ihr wenigstens live dabei. Ne? Um 14:49 Uhr, wer mich da abonniert hat, danke. Das soll eigentlich nur bei den Livestreams laufen. Ja, ich habe ein extra Profil gemacht, aber trotzdem will er da das nehmen. Oh, da fährt die Bahn. Oh, schön. Schnellzug. 80 dürfen wir. Die Polizei hat nicht gesagt, dass wir jetzt 85 fahren. Okay, die fahren ja auch alle ein bisschen schneller. Ja, das sind Autos. Ich denke mal, als LKW dürfe ich nur 80 fahren. Und oh, die sowieso tanken. Na, seht ihr das? Okay. Das kriegen wir alles hin. So, dann werde ich nämlich gleich dann vorbereiten für den Livestream. Ich werde ja gegen 16 Uhr Livestream machen. Und dann soll es erstmal gewesen sein für den Sonntag. Ich muss nämlich erst... Weil da kann ich nicht mehr so lange machen. So. Und jetzt kriege ich einen Kaffee hingestellt. Also, oh, jetzt habe ich auf den Kaffee und auf die zwei Kekse geguckt und jetzt fahre ich gleich irgendwo gegen. Meine Güte, das läuft ja wie ein Länderspiel. Mann, Mann, Mann. So, früher musste ich mir selber einen Kaffee holen, jetzt kriege ich einen Kaffee hingestellt. Dann muss ich gleich mal einen Schlürferli machen, mal sehen, ob er gut schmeckt. Oh, der ist heiß. Eieieiei. Zum Glück hat die Volkspolizei das nicht gesehen, dass ich hier gerade irgendwo gegengeknallt bin. So, wie viele Kilometer sind noch?
Oh, ein bisschen weniger als, ein bisschen mehr als 60 Kilometer. Das passt ja. Schön. Dann müssen wir jetzt den LKW nochmal von außen angucken. Ach, schön. Wie hier lang brummt der alte Schwede zu Hause in der Heimat. Schön durch den Tunnel. Ach, herrlich. Vorne ist eine Raststätte. Also ich kann mir vorstellen, dass ich noch ein, zwei Folgen hier auf der Map hier mache. Oder vielleicht die Woche. Komplett nur diese Map. Und dann die nächste Woche wird es dann wieder auf der Pro-Mods weitergehen. Vielleicht auch dann mit der Rus-Map zusammen. Das kann man sich ja mal... Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben. Das wäre mal eine gute Alternative mal für diejenigen, die sich vielleicht für diese Map auch ein bisschen interessieren. Außerdem, ich habe 3 Euro ausgegeben, ne? Dann will ich da jetzt auch noch ein bisschen die 3 Euro auch ein bisschen zeigen, ne? Also die Pro-Mods gibt es dann auch wieder. So machen wir das, ja? Uiuiuiui. Es gibt ja hier noch so eine andere Erweiterung, also das so ein Fix, das ist dann irgendwie Richtung Südamerika mit der Map hier zusammen. Ich muss mir das mal anschauen. Das wäre eventuell dann mal auch eine schöne Alternative. Ich guck mir das mal an. Ich glaube, die Russ-Map hat hier auch funktioniert mit dieser Map. Ich glaube schon. Also das hatte ich damals mal schon gemacht. Schauen wir mal. Jetzt cruisen wir erstmal hier schön gemütlich hoch. Da fahren wir nämlich nicht ganz Vanilla rum, ne? So. Ach, hier müssen wir ab. So. Schön. Also Skandinavien, das DLC ist schon echt nicht schlecht. Kommt keiner? Gut. Da geht's nach Stockholm. Gut. Mal hier rüber. Ah, die Polizei. Krankenwagen. Feuerwehr. Mann. Jetzt bringe ich mir aber selber mal ein bisschen die auf den Kopf hauen hier. Los, komm. Zieh. Schön. Mal aufs Navi, da vorne ist das Ziel. Okay. Oh. Bin ich ein bisschen abgekommen, ne? So, wir müssen mal blinken hier rüber. Ja. Hihihihi. Ja, siehst du ja, bei Gelb geht es auch noch rum. Und jetzt wird da vorne das Ziel sein, ne? Hier müssen wir rein, okay. Wir werden aber jetzt nicht einparken, weil das ist mir... Sowas machen wir in Livestreams, ja? Mit einparken. Hä? Muss ich jetzt einparken oder was? Ich muss hier einparken, oder was? Okay. Dann machen wir es mal aus der Sicht. Jetzt richtig einparken hier aus der Cockpit-Ansicht. Das machen wir denn, wenn jetzt nicht das Kabel jetzt hier bei mir auf dem Headset hier so rumdümpeln würde, würde es noch besser gehen. Ja, Ausreden braucht der Maximus. Komm, nochmal rüber hier. Noch weiter hinter.
Hey doch. Der war ja gar nicht mal so doof, ne? So. Gute Arbeit. Leichten Unfall gebaut. Ja, das ist, weil ich den Kaffee gekriegt habe. So, alles klar. Und ich hoffe, dass wir... Also ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, dass wir ja die nächsten Touren erstmal hier so machen bis Donnerstag. Also ist ja nicht so weit. Erstmal auf dieser Map und ab Freitag dann wird es vielleicht wieder eine Leistung geben. Entweder Multiplayer. Also nach dem Multiplayer werden wir dann mal schauen, welche Map wir denn wieder nehmen. Ob wir die Pro-Mods nehmen und. Ich denke mal schon. Aber diese Woche werden wir jetzt erstmal auf der... hier verbleiben, eventuell noch mit einer zusätzlichen Map drinne und ja, gucken wir einfach mal. Wir machen aber an dieser Stelle erstmal einen Fisch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.